Hey, hier ist der Tobi von Gorilla. Ich bin hier immer noch mit dem Quentin. Moin. Und nachdem wir jetzt ein paar grundlegende Würfe durchgegangen sind, muss man sagen, ist natürlich genauso wichtig, die Frisbee auch zu fangen. Also wir machen jetzt Catches, verschiedene Arten, die Frisbee zu fangen. Die erste und allereinfachste Art, für Kinder und Einsteiger am besten geeignet, ist der zweihändige Catch oder Pancake Catch. Zeigen wir euch jetzt. Dabei wird die Frisbee zwischen beiden Händen eingeklemmt und es ist egal, ob die rechte Hand oder die linke Hand oben ist. Was Anfänger oft falsch machen, ist, dass sie mit beiden Händen von unten an die Scheibe rangehen, wie ein Torwart mit dem Ball. Aber das ist keine gute Art, die Frisbee zu fangen, weil man die da einfach nicht greifen kann. Man könnte sich auch noch vorstellen, sie mit beiden Händen im Rand zu fangen. Ist aber auch nicht so safe wie der Pancake Catch. Man kann den eigenen Körper auch noch als Backup nehmen, falls die Scheibe neben einem geflogen kommt, dass man dann einen Schritt zur Seite macht. Falls die Frisbee zwischen den Händen rausgleitet, dass man sie immer noch fest hat. Im Ultimate Frisbee ist der Pancake Catch zum Beispiel der Hauptcatch, weil es egal ist, wie es ausschaut, sondern es muss einfach nur safe gecatcht werden. Das war der zweihändige Catch oder auch Pancake Catch. Das ist wirklich die einfachste Art, eine Frisbee zu fangen. Den solltet ihr sofort hinkriegen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei.